Hallo, 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 hallo. Hallo? Wer Heute. ruft da? Hallo? Kuckuck, heute gibt's wieder eine neue Sorte von Funny Frisch, Chips Frisch. Kuckuck, und zwar Salsa and Lime Style. Kuckuck, ja. Kuckuck? Und das testen wir heute. Kuckuck? Kuckuck, Kuckuck. Wer kuckuckt hier? Ich nicht. Jedenfalls, das ist eine neue Sorte. Hatten wir ja neulich schon eine getestet. Was war das wieder? Oh, da zum Kuckuck, ich weiß es nicht mehr. Flammenkuchen, Flammen, ah ja, Flammküchle. der Flammenkuchen, das war, Der war nicht so nee, toll. das war nicht so, Heute da. gibt's Kuckuck, Salsa and Lime Style, inspired by 16 Bites. Was ist das denn? Nee. Ab der 16 Bytes, also Kennst du 16 das? Stücke. Was sind 16 Stücke? Was ist Ja, denn das? unsere Inspiration. Der Kuckuck mit ausgewählten Zutaten, raffinierten Rezepturen und mucho Love bringt dich das Berliner Restaurant 16 Bites in den Burrito-Himmel. Kuckuck, dazu gibt es ihre pikante Tomatensalsa und frische Limette. Willkommen in Kuckuck, Mexiko. Im Mehr Kuckucks Infos. Wolkenheim oder was? Mehr Infos zu 16 Bytes gibt es hier. Oh, ich sehe nichts zum Hier Kuckuck. bei dem Kuckuck-Code. Ach, der Kuckucksohn. Ein Ei, der Kuckucksmilch. Ein Kuckuck, ein Kuckucksmilch. Kuckuck, Kuckucksmilch. Der Ein Kuckucksmilch. Kokosmilch. Kuckucksmilch. Was soll ich damit? Ich bin doch nicht in Malibu. Ja. Okay. Die Zutaten kann man nicht lesen, weil die hier unten so verdrückt sind. So, jetzt kann man es lesen. Okay. Das sieht ja total, also sieht ja eigentlich ganz okay aus bisher. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Zucker, natürliches Aroma, Speisesalz, Hefeextrakt, Tomatenpulver, Chilipulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Limettensaftpulver. Gewürze, Kräuter, ja, okay. Nur gut, der Ja, Hefeextrakt. Ich gut. glaube, das ist der einzigste, der war noch ein Ja. bisschen zweifelhaftes. Es ist für Weil Vegetarier auch geeignet. für den Für Vegetarier. Deswegen muss es Vegetarier, nicht ja. gesund sein. Nee. Aber nicht für den Vegetarier geeignet ist. Das heißt Nee. ja nur, dass nichts drin ist von der Tiere. Ja, okay. Da würde ich sagen, probieren wir das mal. Kuckuck, machen Sie doch mal die Kuckuck auf. Hier, Wie? den Wo ist der Herr, Kuckuck auf. wo ist da der Herr Kuckuck? Kuckuck. Kuckuck! Kuckuck. Kuckuck! Ah, da ist der Kuckuck! Jetzt kommt gleich der Kuckuck aus der Kühle raus. Da ist der Kuckuck. Kuckuck! Was ist denn heute los hier? Kuckuck! 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 Kuckuck. 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 Okay. So, So. aus dem Kuckuck. Jetzt Kuckuck. Hat genug gekuckuckt. Probieren wir das auch. Oh, schauen wir mal. Schauen wir Da mal ist hier. er, So der sieht es aus. Große. Oh. Der Chip sieht schon mal gut aus. Er riecht nach nichts speziell. Ja, dann doch, er riecht so ein bisschen nach dem Salz und Vinegar. Das weiß ich nicht. Das hängt vielleicht mit dem vorherigen Test noch zusammen. Ich habe einen leichten Salzergeschmack. Ich kann gerade gar nicht sagen, nach was das schmeckt. Ja, das ist so eine leichte Aber Salzersoße, ganz ein leicht bisschen irgendwie. leichte Schärfe drin. Ja. Und auch leicht sauer. Also ich nehme an, das ist der Limbe, was das leicht saure ausmacht. Also irgendwie hatte ich mir das ganz anders vorgestellt. Nee. Muss ich schon sagen, das ist schon so ungefähr das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ich glaube, man muss die wirklich mit Genuss essen. Man muss sich die auf die Zunge legen
Und noch zu zucken, was er gehen lassen. Ja. Und dann kommt auch der Limettengeschmack. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber wenn man die einfach so zerkaut wie ich eben, dann schmecken sie irgendwie nach nichts. Weil ich dachte jetzt die ganze Zeit, was ist das denn, ey? Das schmeckt ja nach nichts. Guck. Was zum Kuckuck ist denn heute los? Tja, ich meine, das ist das Kuckucksmilch. Also ich muss sagen, ich finde sie geschmacklich nicht sonderlich intensiv. Irgendwie vermisse ich da etwas Geschmack. Das würde ich aber nicht behaupten. Essen aber wir die gleichen Chips? Ich weiß es nicht, aber die haben eine gewisse Schärfe. Also ich bin da echt. Ich finde die schon leicht scharf. Nun ja, wir können ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde die jetzt nicht so. Nicht so? Nicht so. Okay. Die schmecken meiner Meinung nach zu lasch. Zu lasch? Ja. Also das kann ich nicht bestätigen. Aber ich kann mir die Dinge und je länger, dass ich die Dinger esse, umso umso besser schmeckt denn sie mal. Naja. Da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht die ganze Tüte esse. Dann belassen wir das mal so und vielleicht können unsere Zuschauer uns ja mal in den Kommentaren mitteilen, wie sie diese Chips fanden. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Also ich würde sagen, Jungs und Mädels oder Mädels und Jungs, kauft euch mal die Chips und schreibt uns dann, was euch da in den Sinn gekommen ist. Und wer bis hierher gesehen hat, schreibt Kuckuck. Jo. In die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis denn. Antenne. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.